Sie sehen hier eine junge Frau, die eine Schwäche mit links und rechts hat. Hier lang? Nein, ne? Hä? Sie sagt, da hättet euch rechts. Wir sind doch rechts, oder? Oder ist es hier links? Hier etwa? Das ist doch links. Oder bin ich jetzt blöd? Sehr nah an. Da unten wird es bestimmt nicht schön. Haltet euch bereit. Ach, das ist doch links, oder? Sie sagte rechts, haltet euch ihren Ballon. Hä? Okay. Beim Himmelszahn, was ist das hier? Nach einem gewöhnlichen Kellergewühl sieht das aber nicht aus. Eher wie eine Gruft, wenn du mich fragst. Naja, jetzt gibt es eh kein Zurück mehr. Wow. Also hier möchte ich gerne wohnen. Halt! Ach, noch mehr von diesen Kapuzenträgern. Wie habt ihr unser Versteck gefunden? Das sei es drum. Lebend werdet ihr nicht mehr herauskommen. Ihr gebt wohl nie auf, was? Kalt! Kümmere dich nicht um diese kleinen Fische. Findet Kalt. Er findet sich tiefer in diesem Gewölbe. Rette ihn. Was erlaubst du dir eigentlich? Prügelt ihn nieder. Alles klar, halte durch, Ray. Da sind jene, die so viele unserer Mitglieder in den Abgrund geschickt haben. Seid willkommen, Anhänger des Schimmelsdrachen. Ich bin beeindruckt, dass ihr so viele von uns getöten konntet. Aber seid versichert, dass es euch jedoch nun an der, dass euch nun der Tod bevorsteht. Wer sich mit meiner Sekte anlegt, ist des Todes. Sollen wir einfach ignorieren, was wir hier für kranke Menschen? Sollen wir einfach ignorieren, was hier für kranke Menschen abzieht? Jeder sollte sein Recht haben, seinen Glauben freizuwählen, und ihr schafft jene, die nicht denselben wie ihr habt, indem ihr sie tötet? So etwas kann ich nicht ignorieren. Im Grunde genommen tut ihr nichts anderes. Heiligen deine Zwecke nicht, indem du sagst, dass du auf der guten Seite bist. So etwas wie gut und böse existiert nämlich nicht. Wir halten an dem fest, was wir alle für richtig und falsch finden. Wir sind einfach der Meinung, dass eure Ideale ein Schandfleck für unsere Erde sind. Und da habe ich diese Sekte ins Leben gerufen, um sie von solchen wie euch zu bereinigen. Ah, da ist der Anführer. Kommt nur, ich werde euch zeigen, was es heißt, dem dunklen Drachenlord, dem dunklen Drachengott zu dienen. Dunklen Drachenlord, ey. Ich bin ja auch eine Marke. Okay, machen wir erstmal das, dass sie, weniger. Das war, ne? Einmal Kampfsinne. Du greifst einmal direkt an. Okay, Schwäche. Du greifst nochmal mehrmals an. Du darfst angreifen und, Heiliges, du darfst uns erstmal aufleveln, also aufstocken mit Heilung. Okay. Wo ist es denn? Mega Elixier, haben wir es doch. Geil. Einfach nur geil, da wurde schon wieder kalt. Wieder niedergestreckt, ey. Das wird doch langsam lächerlich hier. Mit diesen Kackviechern.
Die haben es definitiv auf Kite wieder abgesehen, das merkt man hier. Jupp, die haben es definitiv auf Kite abgesehen. So, deine Gehilfen sind tot. Was willst du jetzt machen? Das vergiss mal, aber das vergiss mal. Ciao. Unglaublich. Eure Kraft ist ziemlich beeindruckend. Doch, wegen denen, weswegen ihr hier seid, dafür seid ihr zu spät. Denkt an meine Worte, Himmelsdrachenkämpfer. Der Kampf war richtig heftig. So eine geballte Ladung dunkler Magie habe ich noch nie in meinem Leben erfahren dürfen. Aber lasst uns zu Kite finden. Ich hoffe, der Kerl hat uns nur täuschen wollen. Oh Gott, ich habe Angst. Der Typ ist doch garantiert tot. Oh Scheiße, der ist wirklich tot. Oh nein, wir sind zu spät gekommen. Kite! Diese Schweine, sie haben ihn tatsächlich... Rei, es tut uns leid. Wir waren wohl nicht schnell genug. Euch trifft keine Schuld, Kite. Ihr habt euer Bestes getan. Wir sollten besser von hier verschwinden. Und was ist mit seinem Leichnam? Bleibt er da drinnen liegen? Rei, es tut mir immer noch sehr leid, was passiert ist. Kite, hör auf, dich zu rechtfertigen. Es hatte einfach sollen so nicht sein. Da hätten wir alle nichts mehr daran ändern können. Aber was Gutes ist, du hast zusammen mit deinen Freunden die Sekte komplett zerschlagen. Es wird jetzt niemanden mehr dadurch solch finstere Messen getötet. Ist auch etwas wert und Kite wäre bestimmt froh, wenn er das hören könnte. Da bin ich mir ebenso sicher. Wir kannten Kite sehr gut. Er wünschte sich ebenso, dass diese Sekte zerschlagen wird. Ihr habt euer Bestes gegeben, also macht euch keine Gedanken mehr. Danke. Hier, ich möchte dir noch als Dank dies geben. Mag eine mystische Kette erhalten, okay? Nochmal vielen Dank. Wir beide haben zu danken. Nun werden wir Kite an einen schönen Ort begraben. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Lebt wohl. Oh. Quest beendet. Also dem Mann konnten wir auf jeden Fall helfen, aber das mit dem gefühlten Frau und Kind fanden wir anscheinend immer noch nicht. Oh, trotzdem, wir haben die alte Welt auch gesucht und dabei war dieser Sekt um die Ecke. Voll witzig, ey. Muss ich gerade mal gucken. Hier war ja so gesehen nichts.
Wir wollten ja noch nach Juno, genau. Bei Juno wollten wir erfahren, warum, wieso, weshalb, ne? Oh Shane, willkommen zurück. Schön, dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke der Nachbarin. Dennoch, ich müsste mit euch beiden reden. Jetzt kommt die Frage, was, warum? Ne? Dann hast du nun erfahren, woher du wirklich kommst. Das habe ich. Nur mir ist nicht so schlüssig, warum mich die Elfen damals in Juno haben wollten. Das würde ich gerne von euch erfahren. In Ordnung, da du nun einiges herausgefunden hast, erzähle ich dir den Rest dieser Geschichte. Stimmt, wir Elfen hatten diesen Krieg gewonnen und der Befehlshaber wollte, dass unter anderem du zu uns nach Juno kommst. Er erkannte, dass du ein großartiger Magier werden konntest, dennoch sah er es eher als Bedrohung. Er wollte dich ursprünglich töten lassen. Was? Da ich damals in diesem Krieg beteiligt war, sprach ich auf unseren Befehlshaber ein. Ich flehte ihn an, dein Leben zu verschonen. Es dauerte, ihn zu überzeugen. Dennoch willigte er ein, unter der Bedingung, dass du niemals die Magierkunst erlernen solltest. Hä? Aber gerade ihr habt euch doch für mich eingesetzt, dass ich Magie erlernen durfte. Woher durfte ich das auf einmal doch? Der damalige Befehlshaber verstarb und wir sahen es nicht mehr ein, seiner Bitte nachzukommen. Natürlich war Garel strikt dagegen. Irgendwann war der Befehlshaber ihr Vater gewesen. Dennoch konnten wir auch sie überreden, dich Magie studieren zu lassen. War einer der Gründe, warum sie so gemein zu dir war, Shane. Verstehe. Aber eine Frage bleibt. Wieso habt ihr euch so für mich eingesetzt? Als ich dich kurz nach dem Krieg in den Armen hielt, wusste ich, dass du etwas Besonderes bist. Vielleicht war es auch der Wunsch nach eigenen Kindern. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte den Drang, alles zu tun, damit es dir bei uns gut ging. Zudem wollten wir, dass dieser Zwist zwischen den Elfen und Menschen aus Duvid endlich aufhört. Wir hatten zudem die Hoffnung, dass du dies bewerkstelligen könntest. Eines Tages vielleicht. Vielen Dank für alles. Und ich hatte sowieso vor, Duvid und Juno wieder zusammenzubringen. Wenn der Wahnsinn ein Ende hat, werde ich alles tun, damit es wieder wie vor dem Krieg wird. Ah, oh, das ist süß. Schön, dass wir das jetzt auch noch erfahren haben. Aber es ist schon krass, ne, wenn man so darüber nachdenkt. Also es ist interessant, was hier für Nebenquests man herausfindet. Über auch die Charaktere und so, ist schon richtig cool gemacht. Top an Innocentia. Gucken, was war noch mal hier oben? Hier oben war nichts gut. Dann gehen wir jetzt mal runter zu dem Schneekontinent. Ob da noch irgendwas kommt? Ich weiß ja nicht, wie viele Nebenquests es derzeit jetzt hier gibt. Ob es 5 sind oder 6 oder keine Ahnung, oder ob ich die irgendwie triggern muss. Okay, hier waren Stadt nicht. Ah, natürlich. Wir fliehen auch vor einem Säbelzahnhasen. Willkommen, Freunde. Es ist schon eine Weile her, dass ihr ausstehende Hürden erreicht haben. Eigentlich gibt es hier nicht viel zu entdecken. Es gibt nur Eis und Schnee. Naja, vor kurzem waren auch noch Schuka hier, aber sie sind alle nun weg. Ja, die hatten wir mitgehen lassen, ne? Ach ja. Okay, ich glaube, die hatten mir sogar schon angelabert. Ja,
Naja, der Krieg ist vorbei, so gesehen. Also, wann wollen wir die wiederbringen? Nie? Gut. Tja, du bist zum Leiden, ne? Oh! Moment mal, warum ist unser Schipper hier? Unser Schipper ist hier, lol. Okay, hier haben wir nichts zu suchen. Ich habe unser Schucker gefunden. Lol. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas zu tun. Wir haben jetzt Shang geholfen. Wir hatten den Auftragskiller geholfen. Der Typ mit seinen verschwundenen, vermissten Familienmitgliedern, die entführt worden, müssen wir eigentlich noch helfen können, glaube ich zumindest, dass man denen helfen kann. Oder ich hoffe es besser gesagt. Okay. Gerüchte. Gerüchte sind immer gut. Verstoßen. Ich schwöre, ich habe sie gesehen, eine rote Werwaffe. Wo habt ihr sie gesehen? In den nordöstlichen Wäldern nahe der Stadt. Ich bin froh, dass ich ihnen entkommen konnte. Ihr seid doch Abenteuer oder so. Könnt ihr der Sache mal nachgehen? Innozente, was meinst du? Hätten wir eine Chance gegen sie? Ich bin mir nicht sicher. Zumindest habe ich bei Werwölfen einen großen Nachteil. Und ob ihr dann gegen die Werwölfe alleine klarkommt, ist ebenso fraglich. Also eine Chance gibt es, dann sollten wir sie nutzen. Wer weiß, ob die Werwölfe nicht eines Tages diese Stadt angreifen, wenn wir nichts unternehmen. Stimmt wohl, dann müssen wir aber vorsichtig sein. Und lasst mich in der Gruppe, ich kann euch sicherlich behilflich sein. Geht in Ordnung. Der hat sich doch nicht mal alle Latten am Zaun. Behauptet, er habe einen Rude Werwölfe gesehen. So ein Quatsch. Das Schlimmste an der Sache ist aber, dass ihm anscheinend viele Leute Glauben schenken. Kannst du ein anderes Lied nehmen? Bitte stört mich nicht. Okay. Na, der Stadt Werwölfe. Halt, warte, wir können ja mal kurz speichern, ne? Speichern? Ja. Der Stadt. Das heißt, sie müssten hier irgendwo sein, oder? Rein theoretisch. Was, wo sollten sich Wölfe aufhalten? Das ist jetzt die Frage, ne? Vielleicht, wenn er nach Nadelstadt meint, er hier in diesem Wald? Ja, meint er, meint wohl. Moment. Okay. Leg dich nicht mit mir an, Vampir. Ich garantiere dann für nichts. Was will denn ein kleines Gefühl du mir an gegenüber schon ausrichten? Haha. Zeit zu sterben.
Das wirst du bereuen. Ah, was zum Henker? Er ist tot. Ha. Und wieder einer weniger. Okay. Innocentia? Bist du sicher, dass du mitmachen willst? Nantes? Habt ihr es gesehen? Dieser Werwolf hat den Vampir sehr schnell vernichtet. Der Vampir war noch recht jung. Ich bezweifle, dass er wusste, dass er sich eigentlich vor Werwölfen in Acht nehmen sollte. Vorsicht, er hat uns bemerkt. Ah, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Was wollt ihr hier? Nur die Ruhe. Wir wollten nur etwas überprüfen. Etwas überprüfen, was soll das sein? Uns hatte man gesagt, dass sich hier ein Rudel Werwolf herumtreibt. Wie bitte? Ein ganzes Rudel? Da muss ich euch enttäuschen, es gibt hier kein Rudel. Nur mich alleine. Aber warum wollt ihr das wissen? In der Stadt Severn geht dieses Gerücht umher und man hat bat uns nachzusehen. Wie ich bereits sagte, in diesem Wald gibt es nur mich. Wie ihr es sich mir sicher nicht glauben wollt. Wenn ihr es mir nicht glauben wollt, dann schaut doch selbst im Wald um. Außer eure Vampirin hat etwas dagegen. Eure feine Nase hat es euch also gesagt. Aber es wundert mich, dass ihr mich nicht schon längst angegriffen habt. Eusgleichen sind bekannt dafür, Vampire zu jagen und zu vernichten. Das ist wahr. Aber ich sage mir, leben und leben lassen. Solange ihr mich nicht angreift, habe ich keinen Grund, mich zu fürchten. Spitzzahn. Mich ebenso nicht, Lykaner. Wenn ich mich einmischen dürfte? Ihr sagt, ihr werdet alleine. Leben Werwölfe nicht im Rudeln? Nein, das stimmt schon. Allerdings habe ich mich von meinem alten Rudel getrennt und bin nun ein Einzelgänger. Mein ehemaliges Rudel war einer der dunstigsten Sorte, müsst ihr wissen. Die ständigen Jagden auf Menschen, das Morden. Darauf hatte ich einfach keine Lust mehr und habe ihm den Rücken gekehrt. Ich bin erst vor kurzem hier in diesen Wald gekommen und hatte vor, zu bleiben. Die Stadt ist sehr interessant. Es gibt viele Leute dort. Eine von ihnen finde ich sogar recht nett. Allerdings versichere ich euch, dass ich ungefährlich bin. Ich würde nie von mir aus Menschen angreifen oder verletzen. Das vorhin war Notwehr. Der Vampir hatte mich zuerst angegriffen. Musst ihr ihn töten? Wenn ich ihm nicht zuvor gekommen wäre, hätte er mich zu... Wenn ich ihm nicht zuvor gekommen wäre, hätte er mich getötet. Vampire und Werwölfe sind dafür bekannt, dass sie sich gegenseitig nicht riechen können. Das wisst ihr doch sehr gut, nehme ich an. Oh ja. Wie ich bereits sagte, leben und leben lassen. Ich werde niemandem etwas tun, solange man mich nicht angreift. Wenn euch aber die Menschen eines Tages angreifen, wenn sie herausfinden, dass ihr hier lebt, was dann? Das weiß ich nicht. Werdet ihr ihnen denn verraten, dass ich mich hier verstecke? Ich denke, es wäre das Beste, wenn ihr euch wirklich nicht der Stadt nähert. Wir werden den Bewohnern zuerst mitteilen, dass wir keinen einzigen Werwolf im Wald gefunden haben. Ich denke, das wäre in eurem Sinne. Das würdet ihr tun? Das wäre wunderbar. Dann sind mir einige friedliche Jahre hier im Wald vergönnt. Sofern ihr euch wirklich friedlich verhaltet. Das werde ich. Mein Name ist übrigens Turm. Wie heißt ihr? Ich heiße Kite und das ist Innocentia. Also dann, Kite Innocentia, ich danke euch für euer Vertrauen. Ich werde nun gehen. Lebt wohl. Lebt wohl, Turm. Okay. In Ordnung. Da es nun geklärt ist, sollten wir zu dem Mann gehen, der dieses Gerücht in die Welt setzte, und sollten ihm sagen, dass er falsch lag. Ja, wir werden ihm sagen, dass wir den Wald aufs Gründliche abgesucht hätten und haben dabei keine Werwölfe entdeckt. Ich will trotzdem gucken gehen. Verschlossen. Lol. Und der war da drinnen? Sieht was aus, ne? Also hier wohnt anscheinend jemand. Ob der Werwolf da drinnen lebt? Aber er scheint die Wahrheit zu sein. Ich sehe zumindest keine anderen Werwölfe.
Da seid ihr wieder. Habt ihr etwas herausfinden können? Wir haben den gesamten Wald durchkämmt und konnten nichts finden. Was? Das glaube ich nicht. Ich habe sie gesehen. Vielleicht habt ihr ein anderes Tier gesehen, wie ein Reh oder desgleichen. Nein, das glaube ich nicht. Aber dennoch danke, dass ihr nachgesehen habt. So wirklich überzeugt schien er nicht zu sein, Kite. Wohl wahr, aber was anderes blieb uns nicht übrig. Wir haben es Storm so versprochen. Richtig. Nein, das glaube ich nicht. Aber dennoch danke, dass ihr nachgesehen habt. So, nochmal speichern. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Wir haben jetzt schon wieder einiges erreicht. Ich werde noch was trinken. Und ich denke mal, da mache ich wahrscheinlich weiter. Also dranbleiben und gleich geht's weiter.